Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es mein neues Schnittmuster Bluse Anna in der extra schön Variante. Und extra schön ist sie natürlich immer, ne? Aber jetzt sind es auch noch die kleinen Details, auf die ich einfach aufgepasst habe. Das ist zum Beispiel hier der Armabschluss, der richtig schön sauber ist. Das ist die hintere Passe, die doppelt genäht wird, damit sie eben auch ein bisschen schicker aussieht und da die Nahtzugabe auch nicht zu sehen ist. Und die Knopfleiste ist auch ganz schön und sauber vernäht, ne? Das gibt dem Ganzen dann noch so einen etwas feineren Touch. Wenn du erstmal Anna in der einfachen Variante gucken möchtest, dann klick gern hier. Dort sind auch alle Grundlagen und Infos zum Schnittmuster verpackt. Ansonsten geht's los! So, starten wir mal mit der ersten Frage, die ich auch ganz häufig bekomme, nämlich kann ich Anna mit dem Biesenfuß nähen? Und ich bin ja auch grundsätzlich ein fauler Mensch, deswegen habe ich das natürlich gerne mal ausprobiert. Hier siehst du mal die ursprüngliche Anna, wo die Biesen normal abgenäht werden. Und da sieht man, dass die Biese ca. einen halben Zentimeter hochkommt. Also die ist richtig schön deutlich. Und wenn du mit einem Biesenfuß nähen möchtest, dann solltest du gucken, dass du einen Biesenfuß hast, der eben auch 0,5 hohe Biesen näht. So, ne? Also meiner tut das nämlich nicht und ich kenne auch keinen, der das macht. Dadurch fallen die Biesen kleiner aus. Das Problem bei der Geschichte ist, dass wenn du das so nähst, es geht natürlich erstmal vermeintlich schneller, aber dein Vorderteil ist zu breit für die Passe dann oben. Ne? Klar, weil du ja 5 Biesen abnähst, die jeweils 1 cm Stoff wegnehmen und dann quasi auch 5 cm von der Breite weg sein müssen. So, das heißt, du hast wahrscheinlich erstmal schnell die Biesen genäht. Das geht mit dem Biesenfuß natürlich viel einfacher, aber du musst nachher enorm nachbessern, weil eben dein Vorderteil nicht mehr zur Breite der Passe passt. So, deshalb würde ich dir das nicht empfehlen, sondern wirklich die herkömmliche Methode machen. Also ich habe da echt gefummelt zum Schluss und ja, wenn man da dann schon keine Lust mehr hat, ne, dann macht das Nähen auch keinen Spaß mehr. Aber ich glaube, hier sieht man das wirklich nochmal ganz gut. Die sind halt hier nicht so dominant und nicht so deutlich, die Biesen mit einem Biesenfuß. Weiter geht's mit der Knopfleiste. Und das ist etwas, da solltest du auf jeden Fall drüber nachdenken. Also, wenn du Knopflöcher nähst, bitte verstärken, ja, das ist ganz klar. Ansonsten legst du die Knopfleiste zugeschnitten versäubert rechts auf das passende Vorderteil und nähst sie einfach erstmal an. So, dann ist der erste Schritt getan. Weiter geht's am Bügelbrett. Denn nun machst du das ähnlich wie bei dem Kragen, dass du die Nahtzugaben erstmal in Richtung Knopfleiste bügelst. Und dann die Knopfleiste in der Mitte faltest, bügelst und auch die Nahtzugabe nach innen umklappst und bügelst. Du siehst auch hier oben, da ist so ein bisschen, hat sich der Stoff gedehnt, das einfach nachbessern und glatt machen. Und wenn du dann jetzt einmal wieder knappkantig entlang der Knopfleiste dort lang nähst, dann hast du nämlich eine wunderbar schöne Knopfleiste, die nicht nur von außen toll aussieht, sondern auch von innen. Ja, also das sieht dann von innen richtig schick aus und sauber und schön. Und du kannst jetzt hier die Knopflöcher ganz entspannt reinnehmen. Ich mag es auch, wenn die Bluse von innen richtig schön aussieht und deswegen würde ich dir eigentlich auch immer empfehlen, so eine doppelte Passe zu nähen. Das bedeutet, die hintere Passe um zweimal zuzuschneiden, gerne auch aus dem Kontraststoff, also man kann den Innenstoff dann auch nochmal absetzen und du legst im Prinzip die zwei Passen rechts aufeinander und legst dein Rückenteil dazwischen. Jetzt habe ich es mal auseinandergenommen, ne? Also die eine Passe, die dich anschaut, dann oben drauf das Rückenteil und jetzt kommt die zweite Passe rechts auf das Rückenteil drauf. Genau. Und dann wird eigentlich einfach alles nur an der Kante oben zusammengenäht. Soll natürlich sauber gesteckt sein, ne? Aber jetzt eben einmal alles schön ordentlich dort oben zusammennähen.
Und wenn du das dann hochklappst und bügelst und wieder knackkantig absteppst, dann sieht das nämlich richtig toll aus. Und ich könnte mir jetzt hier auch gut vorstellen, dass man die innere Passe dann zum Beispiel hier in dem Fall mit Schwarz macht oder so, ne? Also genau, dann ich mache es immer gern, dass ich da unten nochmal knackkantig eben absteppe, weil dann einfach alles schön befestigt ist und ja, auch die Nahtzugabe eben da nicht rumschwabbelt drin, ne? Ganz wichtig ist gerade bei so leichten Stoffen jetzt oben alles schön nochmal zu fixieren mit Stecknadeln oder mit so Wunderclips. Und dann wird eigentlich ganz normal weitergenäht und alles zusammengesetzt. Das heißt, du lässt das Rückenteil mit der Passe jetzt so liegen, legst die Vorderteile oben drauf, nähst es an den Schultern zusammen. Also jetzt eben im Grunde genauso entspannt weiternähen wie sonst auch. Nur darauf achten, dass du jetzt eben alle Lagen auch zu fassen kriegst, denn hier oben sind es ja jetzt zum Beispiel drei, ne? Und da darf eben nichts verrutschen und nichts irgendwie abhanden kommen. Was ich auch ganz schön finde, ist, wenn man den Ärmelabschluss so macht, dass man ihn eben auch hochkrempeln kann. Und dazu habe ich mir ein Bündchen zugeschnitten. Das ist jetzt hier 12 cm breit gewesen. Ich wollte das Bündchen unten eben, Bündchen, Manschette, je nachdem wie man es nennt, 5 cm breit haben. Und dann kommt noch der Zentimeter Nahtzugabe dazu, ne? Also, das nähst du auch wieder wie die Knopfleiste, rechts auf rechts an den Ärmelabschluss an. Faltest das Ganze dann in der Mitte und bügelst auf jeden Fall auch die Nahtzugabe unten um, ne? Dass da wirklich schön die Kanten drin sind. Und wenn du dann alles rechts auf rechts zusammenlegst und dann dort an der Seite zusammennähst, dann bitte darauf achten, dass du jetzt oben am Abschluss das wieder aufklappst. Das heißt, so nicht zusammennähen, dann hättest du ja außen keinen schönen Abschluss, wenn du die Manschette später hochklappst, sondern genau an der Stelle klappst du dann die Manschette jetzt wieder richtig auf. Genau. Jetzt wäre es da wichtig, dass man das dann auch heftet. Und du klappst das inklusive des bisschen Nahtzugabens da oben auf. So, und nähst das jetzt einmal vom Ärmel ausgehend die Seite über zusammen. Und dann geht es eben weiter wie bei der Knopfleiste. Wenn die Seite zusammengenäht ist, dann ist es wirklich ganz einfach, weil durch die gebügelten Kanten fällt das eigentlich quasi schon wieder in sich selbst zusammen und du kannst dann einfach die Nahtzugaben wieder knappkantig absteppen an deiner Maschine. Genau, so sieht das Ganze dann aus, also richtig toll und auch ja, ein bisschen lockerer und lässig. Und genau, die einfachere Variante würde ich immer als erstes empfehlen, wenn du noch keine Biesen genäht hast, weil ja, vom Stoff her etwas Festeres zu nehmen und nicht gleich Viskose, dann hast du einfach mehr Ruhe beim Nähen und kannst dich drauf konzentrieren. Sonst ist das relativ flutschig, ne? Genau, also ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Du lässt mir ein Abo da und einen Daumen hoch. Und ansonsten freue ich mich auf das nächste Mal. Tschüss!